Am Valentinstag musste Prinz Harry Truppen in Norwegen inspizieren. Die Soldaten überrumpelten ihn mit Romantik im Schnee. Den ersten Valentinstag als Mann und Frau konnten Harry und Meghan nicht miteinander verbringen. Während sie hochschwanger in England sitzt, musste er nach Bardufoss im Norden Norwegens. Dort ist eine Helikoptereinheit der britischen Streitkräfte stationiert, um unter extrem kalten Wetterbedingungen zu trainieren. Die Basis feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Der Prinz schaute vorbei, um den Truppen zu gratulieren. Freche Überraschung für den Prinzen. Harry war selbst Helikopterpilot und zu einem Kollegen darf man frecher sein als zu einem Prinzen. Die Soldaten nutzten die langen Nächte im eisigen Norwegen, um sich eine romantische Überraschung auszudenken. Ihr Irren. Cool. Als der Prinz Unterkünfte, Equipment und Co. inspizierte, wurde ihm auch eine Schneenotter-Unterkunft gezeigt. Die Soldaten hatten ein Iglo gebaut. Doch als Harry hineinging, entfuhr ihm spontan ein amüsiertes Kichern. Ihr Irren. Cool. Meinte der Prinz. Kerzenschein und Meghan-Fotos. Das Iglo war romantisch mit Kerzen beleuchtet. Die Soldaten hatten die Wände mit Hochzeitsfotos von Harry und Meghan dekoriert und sogar für Musikbeschallung gesorgt. Ein wenig gruselig. Es ist sehr nett von euch, mich in euren privaten Schrein einzuladen, nahm Harry die Soldaten seinerseits auf den Arm. Heimelig, nicht? Mit der Zeit wird es allerdings ein wenig gruselig, gab er beim Hinausgehen zu. Beim Inspizieren der Helikopter wurde der baldige Papa nostalgisch. Ich vermisse meine Zeit als Pilot, verrät er den Soldaten. Natürlich gab's zum 50-jährigen Jubiläum der Basis auch Torte. Auch beide tobten sich die Soldaten kreativ aus. Fotos des Liebesiglus und der Torte gibt's in der Fotoshow oben.